ist einfach, das ist halt so. Ich weiß nicht warum. Aber mich zieht's jetzt nicht in einen Freizeitpark oder auch auf die Kirmes, aber es ist manchmal ganz nett, wirklich. Und gerade so Achterbahn oder sowas oder dann solche Dinger, die sich ganz schnell drehen, wie heißt es nochmal? Ich bin da jetzt nicht so der Fachmann für, sag ich mal. Ich bin auch nicht fragen. Aber gibt's ja auch schöne Simulatoren wieder zum Thema, ne? Kirmes und so. Ganz interessant. Rollercoaster oder wie ist der? Ja, zum Beispiel, oder auch, ach, wie heißt der denn? Es gibt noch so einen anderen, der ist sogar ziemlich, den hatte ich auch einmal kurz gespielt. Wo man halt das dann auch wirklich steuern muss, also wo du dich dann an so ein Schaltpult setzt und dann, ja. Dann, ja, fährst du halt so ein Ding. Also du kannst dich auch reinsetzen, aber, du musst halt wirklich schalten und alles und kannst die verschiedenen Stufen, Beleuchtung an und so. Ich habe das PHL-Simulator, fanden was. So, hier wird gerade ein Tutorial-Link geschickt. Ansgar, das ist das für dich. Ein Tutorial. So, ich fahre mit Tastatur. Ja, genau, ich probiere No Limits 2. Ja, den gibt's auch. Ich probiere relativ smooth zu fahren, aber ich fahre tatsächlich mit Tastatur. Und da kommt sie ja. Und das ist immer eine Herausforderung, weil man so ein bisschen, ne, es ist. Das Tutorial ist jetzt von 2014, das bringt mir nicht so viel, weil ich kenne ja den prinzipiellen Weg. Ich muss es halt für dieses. So, Master of the World. Oh Gott, ich habe Angst. Ja. Ändert mal den Namen. Vom Stream. Ja, das ist eine Habe Aufgabe ich für dich. schon, habe ich schon. Hast du? Autobahnsimulator mit Entwickler? Das habe ich. Ich habe doch schon längst ins Neue reingetan. Achso, dann müsst ihr vielleicht einfach updaten. Dann aktualisiert sich das nicht so während des Streams. Okay, das kann man ja Ich nicht spiele auch was wissen. anderes. Oh, was passiert Also, da hinten? Oh Gott, ich würde da. sagen, ich hätte es geändert, aber ich gucke auch gerne nochmal nach, sonst Ich ändere weiß ich es jetzt. nicht. Doch, ich hab's geändert. Ja, dann einfach mal. Also, ich meine, der Titel ist ja jetzt für die Leute, die hier im Stream, die den gerade gucken, die wissen ja gerade, was gespielt wird. Es ist ja. Oh Gott, was habe ich hier gerade gemacht? Unterm Tisch. Egal. Na, es ist ja für die Leute, die jetzt gerade vielleicht in den Stream reingucken. Ne? Die jetzt gerade denken: Ach, was ist das denn? Ne? Und ich meine, die sehen dann ja die aktuelle Fassung von der Betitlung und. Dann ist das nicht irreführend. Ne? Wir wollen hier keine falschen Versprechen, ne, in die Welt Schauen wir setzen. jetzt noch mal an, welche Beta das wohl sein kann hier. Das ist ja echt interessant. Also sowas da wäre jetzt praktisch, wenn du hier, ne, dann könntest du Bildschirm, ne, deinen Bildschirm mal zeigen und dann könntest du mal so, ja, dich in die Irre führen lassen. Oder eben ins Glück und der Multiplayer läuft. Ja, ist jetzt schade, dass das nicht funktioniert. Ne? Ja. Aber ich hatte auch tatsächlich kurz, also ein paar Stunden bevor wir hier angefangen haben, war das auch so, dass einfach die mal eben eine neue Version wieder rausgehauen haben. Obwohl ich vorgestern, glaube ich, noch geupdatet habe. Dann dachte ich auch so, ja, jetzt reicht's ja, ne? Aber die hauen dann immer neue Versionen raus und das immer ziemlich kurzfristig. Und das war ja auch, ich erinnere mich an einen Harald-Fränkel-Konvoi. Damals. Und Die waren auch immer toll. ja, und da war eben das Chaos, dass als alle standen, als alle in der Reihe standen, auf einmal ja, kam so, ja, Update, ne, jetzt mal raus hier. Da haben sie den Server kurz dicht gemacht und dann musste man halt wieder eine neue Version runterladen, die ganze Prozedur, ne? Und das war halt ziemlich lustig, weil dann natürlich alle ineinander steckten letztlich, weil die dann doch ein bisschen nachgerückt sind oder so und ja, gab es totales Chaos. So, ja, geht's hier. Ja, wir sind ja gleich schon da. So. Ich breche ab. Bin zu weit weg. Ja, schade, aber schau euch zu. Der Truck ist einfach zu lahm. Ja, vielleicht hast du auch die Sperre noch drin, weil ich meine, ich glaube, jeder LKW, selbst mit dem schlechtesten Motor, schafft die 110, ne? Dings, Iveco schafft's nicht. Der Der schafft Iveco? FPS. Achso, ja, okay. Der schafft Ja. das nicht. Der schafft 100, glaube. Ja, ich meine, für einen LKW in der Realität reicht das ja völlig aus. Ja. Bei PS sollte der schon ein bisschen haben, wenn er was ziehen soll, ne?
So, ja. Ich erinnere mich an dieses Autobahnkreuz. Von jenem Stream. Was? Ihr Gewohnheitstiere. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, welche Situation er meint, aber ich glaube, ich ahne es, weil auf den Autobahnkreuzen, vor allem wenn man mit mehreren Leuten unterwegs ist, dann kann es manchmal passieren, dass man sich einfach verfährt. Ne? Und dann ist es lustig, wenn dann die eine Truppe da lang fährt und das fällt mir jetzt gerade ein, jetzt muss ich wieder im Satz selber unterbrechen. Mache ich auch oft. Das hatte ich mal bei einer Hochzeit miterlebt. Das war lustig. Also man muss sich vorstellen, ne, so an der Kirche, feierlich und so, ne? Richtig schönes Auto da, ne, für das Brautpaar. Alles super, ne, alles organisiert. Es hieß dann auch so, ja, ne, wir treffen uns, wir fahren jetzt kurz in der Kolonne rüber zum Gasthof da, wo dann richtig, ne, richtig essen und so, ne? Boah, wir sind schon in Berlin, Wahnsinn. Und ja, letztlich sah es dann so aus, dass ich glaube schon bei der zweiten Ampel die Kolonne sowas von auseinandergebröselt ist. Und das war so lustig, weil dann war es teilweise wirklich so, dass man dann da irgendwo an der Ampel stand und dann fuhr wieder ein Teil von der Kolonne an einen vorbei, ne? Also an der Kreuzung so. Und dann dachte ich auch so, wo fahren die denn jetzt hin, ne? Und irgendwie wusste dann letztlich auch keiner, wohin es eigentlich gehen soll, ne? So, Chaos. hi du Sinnloser. Hi. Sinnlos-GmbH überverfügbar. Ich schaue noch mal, ich breche ab, das Aizengis, ich erinnere, genau, das hatten wir gerade. Ja, genau. Ernsthaft, ein pinker LKW. Ich würde so gern helfen. Oh Gott, oh Gott. Jetzt war ich derjenige, der rumgebackt hat. Bis zum geht nicht mehr. Okay, ein pinker LKW. Ich muss sagen, ich finde das ziemlich. Ah, der ist jetzt leider nicht mehr dabei, ne? Doch, der ist hier hinten noch. Ja? Ja, Ah, der ja, ist okay, hier man hinten sieht den rechts. auch vom Weiten, ne? Ich finde das eigentlich gar nicht mal so schlecht. Also ich finde manchmal das ziemlich lustig, solche Ultrakontraste. Die hauen richtig rein. Also ich meine, das ist so, muss man sich überlegen, ob man jetzt in echt damit rumfahren würde. Aber es kommt auch da, das ist die gleiche Sache wie mit solchen Fahrern von so aufgepimpten Karren. Also manchmal denke ich mir, ja, okay, passt zu dem. Ne? Aber manchmal sind ja auch echt nette Leute drin. So. Danke, Zengis, 100%. Oh, war das, weil ich gerade so rumgebackt habe? Okay, dann. Oh, jetzt wird mir hinten drauf gefahren. Aha, interessant. Ja, Ping. Ja. Job, Dag, Dobri, Jester, Nakove. Interessant. Ich sehe gerade, Busbahnhof ist voll, dann fahren wir lieber zur Werkstatt. Oh, nicht den Berg runterrollen. Und ja, boah, das sind wir aber gut durchgekommen. Wir haben jetzt 22:24 Uhr. Nur 20 Minuten. Die hupen da. Das ist ja wahnsinnig. Wir können uns ja hier nochmal vielleicht schön aufstellen. Für ein gemeinschaftliches Foto. Was dann damit letztlich passiert, weiß ich selber noch nicht, aber. Ja, Ansgar, wenn es jetzt noch. Ne? Ich glaube, wir machen gleich nochmal eine Pause und wenn der Ansgar es dann geschafft hat, dann machen wir vielleicht noch eine kurze Ich werde Strecke, es nicht oder? mehr schaffen. Ich habe ja alles so, wie es sein muss, gemacht. Das sagen sie Aber es alle. funktioniert nicht. Ich wollte aber schon mal checken, ob der Bausimulator funktioniert. Das haben wir auch noch nicht ausgetestet. Das haben wir tatsächlich auch noch nicht ausgetestet. Das wird auch noch lustig. Wenn es funktioniert, wird bestimmt spaßig. Hier steht der gerade hin. So. Machen wir alles an, was wir haben. Die Geschichte, konntest du da schon fahren? Was? Hast du keinen Lenker? Das ist ja schrecklich. Die Geschichte konntest du da schon fragen. Hallo? Frag Zugfan. Fahren. Fahren oder fragen? Was? Fahren. Ja, aber was denn fahren? Weiß ich nicht. Auto, Motorrad, Hänger. Kann ich ja jetzt alles fahren. Das hat er nicht genauer konkretisiert. Auch mal Screenshot. Ich glaube, er hat keinen. Nee, ich hab kein Lenkrad, habe ich ja schon gesagt. So. Hashtag Fail. Weshalb? Warum? Die Geschichte mit der Hochzeit, ja. Ach so, ob ich da schon. Nee, da war ich tatsächlich. Da saß ich auf der Rückbank und. Ja. Konnte das Ganze nur aus der
Nicht-Fahrerperspektive gutachten. Sonst wäre es natürlich alles anders verlaufen. Ich hätte dann alle zusammengesammelt, ich wäre zu denen hingefahren und hätte die einzeln aufgelesen und wieder zusammengefügt und alle wären glücklich. So, Sparta-Fan steht jetzt hier direkt davor. Das ist wie bei so Gruppenfotos, wo dann immer irgendjemand sich vorne vorlegt, ne? Aber bitte jetzt nicht umkippen deswegen. Ah, das ist schon schön. Machen wir erstmal einen Screenshot hier. So. True Sengis Story. Ja, so sieht's aus. Spiele ich ohne Beta. Du darfst nicht in der Beta sein. Ja, wie bin ich bin in der Beta. Beta. Also ich bin in der Beta gerade und es funktioniert bestens. Ich bin auch in der Beta. Also das ist, ich weiß es nicht. Also da gibt's, aber das ist glaube ich wie bei vielen so kleinen Krankheiten, so da sagt jeder was anderes oder generell bei Krankheiten, ne? Hatte ich ja letztens auch, ne? Hatte ich eine Bindehautentzündung, auch noch so eine True Sengis Story, ne? Und Bindehautentzündung, ne, denkt man sich erstmal toll, ne? Habe ich irgendwas ins Auge bekommen, denkst du ja nicht drüber nach. Geh ins Krankenhaus, ja, Bindehautentzündung und dann kriege ich eine Salbe verschrieben, wo sie dann sagen, ja, ist perfekt. Das geht sofort weg, das beruhigt, das heilt, ne? Ja, Salbe ins Auge, am nächsten Tag kriege ich das Auge nicht mehr auf, weil ich allergisch gegen die Creme war. Das war genial. Also, so. Der Dings funktioniert offensichtlich, der Multiplayer, das ist ja schon mal gut. Wie der funktioniert. Ich bin ja gerade einfach mal irgendeinem Spiel gejoint. Ach so, der Multiplayer. Boah, das sieht schön aus, Leute. Ich bin stolz auch, dass ihr so eine ja fast gerade Reihe hier hinbekommt. Ich meine, das ist glaube ich nicht mit jedem möglich. Es gibt ja immer so Chaoten. So, ja, ich würde sagen, das war dann die erste und wahrscheinlich auch letzte Runde erstmal hier für diesen Stream, ne, hier im U Truck Simulator Multiplayer. Das ist nur die Frage, wie macht man selbst denn? Und ja, wir müssen jetzt mal gucken, wie wir zusammen auf den Server kommen im Bausimulator. Und ich denke aber erstmal machen wir eine kleine kurze Pause. Ich hoffe, ihr hattet Spaß hier in der Runde. Und ich gucke jetzt nochmal kurz. Ich kann übrigens den kurzen Trailer runterladen, ne? Ich kann mir jetzt den kurzen Trailer runterladen, ja, und ich hole mir erstmal wieder Wasser. Und dann würde ich sagen, fürs erste Tschüss, wir machen wieder so, ja, was sagen wir? Sagen wir mal Viertelstündchen Pause. Ah, ist das ein schönes Rumgehupe hier. Ich gucke noch kurz in den Chat, was hier los ist. Guck ich auch gerade. Eine Runde Mitleid. Man braucht ihr 1.21.1. Hey, ja, schlau, Mavi. Ja. Ja. Bei mir gilt's ja auch. Yeah, ein neuer Insider ist geboren. True Zengis Story. Jawohl. Spaß gemacht, hoffentlich geht's weiter. Ja, es geht gleich weiter, aber so, bla bla bla, wenn die Beta rauskommt und bla bla bla, eine Runde Mitleid. Arr. Ich wiederhole nochmal, yay, ein neuer Insider ist geboren, True Zengis Story. Ja, lese ich doch, meine Güte. Hat Spaß gemacht, hoffentlich geht's so weiter. Ja, also ganz so, ne, U Truck Simulator erstmal nicht. So, Zengis, 100.000 Schulden. Beim Sparta-Fan? Ja, weil du die ganze Zeit rumgedeckt hast. Ja, wie soll ich das gut machen? Ich weiß es nicht. Durch Sklaverei. Durch Sklaverei. Durch Verkauf deines Körpers. Durch Verkauf meines... Ja, womit fängt man denn da an? Ich weiß nicht, ich will ja nicht direkt den ganzen Körper verkaufen. Wobei, so ein Bein ist ja schon schlimm genug. Nein, das wollen wir natürlich nicht. Ich hätte höchstens... Was habe ich hier? Abgelaufene Fahrkarte. Wird, glaube ich, niemand mit glücklich. Alte kaputte Sonnenbrille. Ja, ich weiß nicht. Ne, ich habe glaube ich einfach nichts. Also machen wir das einfach mal so, ne? Entschuldigung, ne? Aber ich meine, mein Lieber, du hast dich auch schuldig gemacht. Also wenn man Lex überhaupt als Schuldsache ansehen kann. So. Was ist mit Minecraft? Was macht ihr dort? Wir bauen da. Wahrscheinlich. Genau. Nee, ich meine, ja, wenn man an den letzten Stream denkt. Ja, ich würde es schon sagen, ne? Zengis, was ist denn mit dem Minecraft? Ja, mit Minecraft, das lassen wir zum Schluss. Also das wird wahrscheinlich wieder lange gehen. So, jetzt ist mein Becher, mein das muss man jetzt auch nochmal, das ist auch eine True Story, ne? True Zengis Story.